Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 23. Folge von Minecraft schnell und einfach. In dieser Folge geht es darum, wie man in Minecraft einen Dreizack findet und was der eigentlich so cooles kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Das Besondere am Dreizack ist, dass man ihn gleichzeitig zum Fernkampf und zum Nahkampf verwenden kann. Außerdem kann der Dreizack noch sehr vieles Neues im Spiel ermöglichen. Zum Beispiel gibt es eine Verzauberung auf dem Dreizack, die sorgt dafür, dass man ziemlich gezielt Blitze schießen kann. Und das sorgt dann auch dafür, dass man bestimmte Monster erschaffen kann, wie zum Beispiel eine braune Pilzkuh oder auch den geladenen Creeper. Und die können sehr hilfreich sein, denn mit geladenen Creepern zum Beispiel kann man sich ja auch Zombieköpfe tatsächlich im Survival holen. Und außerdem kann man ihn auch noch dazu benutzen, um während es regnet mit einer Lytra schneller fliegen zu können. Einen Dreizack kann man sich nicht selber craften und auch anders nicht selber herstellen, sondern man muss ihn sich quasi erkämpfen. Und zwar können Ertrunkene durch Zufall einen Dreizack beim Spawnen besitzen, wobei die Wahrscheinlichkeit hierfür ungefähr 6,25% beträgt. Und wenn man so einen Ertrunkenen mit einem Dreizack dann tötet, dann gibt es nochmal die Wahrscheinlichkeit von 5,5%, dass er auch diesen Dreizack fallen lässt. Wenn ihr ihn mit einem Schwert tötet, das Looting 3 hat, also Plünderung 3, dann erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit nochmal von 5,5% auf 8,5%. Wenn ihr denn Glück gehabt habt und der Dreizack fällt auf den Boden, dann könnt ihr diesen einsammeln und am besten auch direkt mit Mending verzaubern, da wie gesagt er ein ziemlich seltenes Item ist und dementsprechend sollte man ihn vielleicht nicht unbedingt leichtfertig verschleißen lassen und kaputt gehen lassen oder verlieren. Eine weitere sehr gute Verzauberung für den Dreizack ist die Verzauberung Entladung. Das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass ihr mit dieser Verzauberung eben, wenn es gewittert, einen Blitzschlag verursachen könnt und dadurch könnt ihr eben diverse neue Monster erschaffen, wie zum Beispiel eben geladene Creeper, die ja ziemlich praktisch sind, oder auch eben braune Pilzkühe. Zu denen habe ich übrigens im letzten Video schon mal was erzählt, wie man braune Pilzkühe bekommt und was die überhaupt können und so weiter. Falls euch das interessiert, ist in der Beschreibung verlinkt. Weitere Verzauberungen, die einzigartig für den Dreizack sind, ist zum einen die Verzauberung Harpune. Die erhöht nämlich den Schaden, den der Dreizack verursacht. Und dann gibt es auch die Verzauberung Treue. Die sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr den Dreizack geworfen habt, dass dieser dann zu euch zurückfliegt und zurückkehrt wie so eine Art Boomerang. Das ist natürlich auch eine richtig nice Sache, weil er, wie gesagt, selten ist. Und dementsprechend sollte man ihn ja eigentlich nicht wegwerfen. Das wäre ja blöd, wenn man ihn nicht wiederkriegt. Aber eben durch Treue kommt er eben zu einem zurückgeflogen. Dann gibt es dann noch die Verzauberung Sog. Die sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr den Dreizack geworfen habt, zu dem Dreizack hingezogen werdet. Also quasi so ein bisschen das Gegenstück zur Treue. Und das sorgt auch dafür, dass man nicht gleichzeitig Sog und Treue haben kann, weil sonst würde man ja zu einem Dreizack hingezogen werden und der Dreizack zu einem selber. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch und da muss man sich halt in diesem Fall entscheiden. Die Verzauberung Sog funktioniert allerdings nur, wenn ihr im Wasser seid oder wenn es gerade regnet oder gewittert. Und eben bei Regen oder Gewitter könnt ihr diesen auch nutzen, um nochmal extrem schnell zu reisen. Das ist auch eine ganz coole Sache. Und das war jetzt soweit alles, was ihr über den Dreizack wissen müsst. Ziemlich selten, aber hat halt auch sehr viele Besonderheiten und ist sehr einzigartig auf jeden Fall. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal gerne Hashtag Poseidon in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen und mich auch abonnieren. Das ist auch relativ schnell und einfach gemacht und hilft mir sehr. Und ich hoffe, euch hat das Video natürlich auch geholfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.